Na? Während Sie auf Capella zu tun hatten, sind die Aeon aus der Quarantänezone gestürmt und haben unsere Stellungen auf Luthien angegriffen. Noch halten sich unsere Truppen. Aber ohne Verstärkung werden sie fallen. Okay. Die strategische Bedeutung Luthiens kann nicht hoch genug bewertet werden. Der Planet verfügt über große natürliche Ressourcen und beherbergt ein kleines Forschungs- und Entwicklungsinstitut, das für die UEF lebenswichtig ist. Es darf den Aeon nicht in die Hände fallen. Colonel Arnold leitet die Operation. Sie werden den Colonel unterstützen. Fragen, Lieutenant? Wie lange muss ich denn noch Händchen halten? Sie haben Ihre Befehle, Colonel. Ich muss Sie warnen, Lieutenant. Die Aeon sind Monster, die nur ein Ziel kennen, ihren sogenannten Weg zu verbreiten, notfalls durch Gehirnwäsche. Hören Sie nicht auf das, was Sie sagen. Greifen Sie sie an und töten Sie sie. Sie starten in 30 Minuten. Okay. Na, das waren jetzt aber keine 30 Sekunden, das waren ein paar Sekunden. Ach, doch nicht mal ein paar Sekunden, das war eine Sekunde, ja. Witzig. Oh, cool. Oh. Das hat nachgebrannt. Hier ist Direktor Stenson von der Wissenschaftsstation Lima Foxtrot. Unser Energiekern ist gebrochen. Wir können ihn nicht reparieren. Wenn der Kern nicht bald versiegelt wird, explodiert die ganze Anlage. Okay, wir versuchen mal dieses Mal... Colonel Arnold, General Clark befiehlt, sich so schnell wie möglich zur Station Lima Foxtrot zu begeben und den Energiekern zu reparieren. Earthcom Ende. Das ist natürlich ein bisschen heavy. Okay. Ich habe nur begrenzt Zeit. Ja, das ist natürlich super gut. Reparieren Sie den Labor und bauen... ich wollte, wie gerade sagen, ich versuche mal die Mission hier nur mit Luftwaffe zu machen. Aber mal schauen, wie weit mir das gelingt. Für normal habe ich immer gerne ein paar Bodensachen mit dabei. Oh, ich habe sogar jetzt den Massenfabrikator. Da sieht man, also hier der Masse-Extraktor kostet mich 2 Energie im Unterhalt. Bringt mir dafür 2 Masse. Er kostet mich halt 40 Energie Unterhalt und bringt mir nur 1 Masse, also das Gebäude ist. Wenn man mal viel Energie hat. Aber ich habe schon gesehen, hier, da sind jede Menge Energieplots. Das ist gar nicht so schlecht. 1, 2, 3, 4. Sehr schön. Was bedeutet, ich kriege recht gut und schnell Energie zusammen. Allerdings Masse habe ich jetzt schon miese. Das geht noch. Das ist gerade so erträglich, wobei viel Masse habe ich hier auch nicht mehr auf. Viel Energie habe ich hier nicht mehr. Ja, jetzt kommt er hier natürlich schon an. Energie benötigt. Wenn die jetzt hier gleich ausgeht, ist die Acke am Dampfen. Sprich, sobald er fertig ist, werde ich ihn gleich wegbewegen, dass er das Ding hier gar nicht erst anfängt zu bauen. Arnold hat bestätigt, dass sie eine Luftwaffenfabrik hergestellt haben. Wir laden Ihnen die Pläne für den leichten Lufttransporter C6 Courier hoch. Mhm. Okay. Also, wir haben einmal einen Luftaufklärer. Ja, ohne Waffen, ohne Panzerung. Aufklärer halt eben. Ein Angriffsjäger, der halt Luft... Ziele angreifen kann. Bomber. Der kann natürlich Bomben abwerfen. Ja, wer hätte es gedacht. Und ein Carrier beziehungsweise den Transporter. Und obwohl das da hier eine Bodenstation ist, können wir hier natürlich ebenfalls ein Fahrzeug bauen. Und wir haben jetzt... Moment, was zum... Ach, diese Eierköpfe haben mich auf der falschen Seite des Kontinents abgesetzt. Ich bin ihnen keine Hilfe, Earthcom. Es dauert Stunden, bis ich da bin. Sagen Sie Clark, der Anfänger muss alleine damit fertig werden. Der Anfänger kann dich hören. Massa-Extraktor? Ich denke, das ist wichtiger. General Clark hat Sie mit der Operation betraut. Errichten Sie eine Basis mit einfacher Verteidigung und bauen Sie dann eine Luftwaffenfabrik. Colonel Arnold wird Sie beraten, falls nötig. Ja. So, dass man das da hier auch mal aus der Nähe sieht. Ich glaube, das war ein Fehler, aber okay. Ja, er kann hier so ein paar Sachen mehr bauen mittlerweile. Hier mal den Massespeicher, dass wir auch Masse speichern können, wenn wir im Plus sind. Und hier natürlich das HC-Energiekraftwerk. Der bringt uns 100 Energie. Richtig geil. Energiespeicher. Ansonsten die üblichen Verdächtigen. Verteidigung und Radarsystem. Hier bauen wir ebenfalls mal Bomber. Wir können das Ganze natürlich mal unendlich machen. Ist gar nicht so schlecht. Allerdings, wie man sieht, ich habe ein kleineres Energieproblem. Wir machen einen... Ja, das ist jetzt gerade schwierig. Das Ding kostet halt einen Haufen Zeug, ne? Machen wir nochmal... Ja, doch, Energiegeneratoren, ein paar kleinere.
Ich hoffe, ich komme dann mit der Energie einigermaßen hin. Ich bin am überlegen, ob ich ihn hier mal... Ich mache das mal so auf unendlich. Ja, Flieger. Flieger und Supreme Commander. Ich habe sie lieben gelernt, weil sie, wenn sie nichts tun, landen. Wie kann man das machen? Einfach eine Patrouille machen. So, dass wir immer fliegen. Warum? Wenn Bodeneinheiten kommen. Egal, ob sie Lufteinheiten angreifen können oder nicht, aber sobald die hier am Boden sind, was machen die? Genau, machen die Lufteinheit kaputt. Das ist blöde, um ehrlich zu sein. Luftabwehr, ich würde sagen, warum nicht? Da kommt wieder der akkurate Carbon zum Vorschein, der hier versucht, das irgendwie cool hinzustellen. Ja. Du baust mal ebenfalls ein paar von Energiesachen auf. Ich will hier oben erst wieder mal ins Plus reinkommen, wobei die Masse macht mir auch gerade Sorgen. Was ist mit dir? Was willst du? Achso! Warst du noch gerade irgendwo anders da? Ich habe doch den Befehl schon vor 2 Stunden gegeben. Die Patrouille bitte hier mit rein. War doch so, ne? Sehen wir gleich. Er müsste seine Kreise ziehen. Nee, er zieht seine Kreise anders da. Ist in Ordnung. Hauptsache, sie fliegen. Ja, der ganze Rest ist egal. Masse macht mir Sorgen. Masse macht mir Sorgen. Ja gut, okay. Nicht umsonst sind hier die Gebäude da. Ja, genau. Supi. Kann das sein, dass seine Luftabwehr etwas stärker ist wie meine? Achtung, Station Lima Foxtrot. Hier spricht Templar. Nein, ich habe noch zwei. Okay, ich habe noch zwei. Wir wollen Ihnen nichts tun. Ergeben Sie sich und vermeiden Sie unnötiges Blutvergießen. Du willst mir nichts tun. Hören Sie nicht auf Sie. Unterstützen da. Wenn man das anders sagt. Bau hier. Du, mein Freund. Luftabwehr. Hier und hier. Scheint ja schon mal ganz gut zu laufen. Okay. Ah ja, wir haben schon die erste Flak am Laufen. Sehr gut. Ja, ich glaube, ich sollte vielleicht dann nochmal Panzer bauen, ne? Zwei. Oh nein, 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 nein. Hör zu! Ui, 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 ui. Ui, Junge, Junge. Habe ich einen untätigen Bauarbeiter, Militär, Aufklärer, Ökonomie, Farbe, irgendwo hat man das mal anzeigen lassen können. Ich glaube, die tauchen dann hier auf, ne? Ich muss doch noch einen haben. Sind wir verarschen? Da? Da. Nö, ich habe tatsächlich nur zwei. Und du hör mal auf, Pause, nicht mehr Pause zu machen. Du baust mal. Wir müssen da noch ein paar Energie-Dinge daran basteln, dass das ein bisschen fixer geht. Aber wir machen gut plus. Wir machen gut plus. Naja, gut. Wir machen gut plus. Aber du bist ein Fisch, ne? Wenn der hier mal fertig ist, machen wir gut plus. Machen hier nochmal ein bisschen Luftabwehr hin. Und hier hätte ich dann auch gerne noch ein bisschen Luftabwehr. Und hier hätte ich dann gerne ebenfalls noch Abfangjäger. Und ihr beiden baut mir dann doch eine Landfabrik noch auf. Baut die mir hier auf. Genau, wo ist er? Da. Bau mir Energiespeicher und danach baust du mir Massespeicher. Bitte auf. Ich bin es gewohnt, die an den Gebäuden hier hinzumachen. Es gibt nämlich später... ja genau, das sind die Dinger hier schon. Der Massespeicher erhöht die maximale Massekapazität der Ökonomie eines Commanders. In der Nähe von Extraktoren und Fabriken gebaut, sorgen sie für einen Bonus. Also... ist das nicht schlecht, die da immer dran zu machen, weil die dann halt noch mal ein bisschen mehr Masse und so bauen. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt. Stehende Flieger sind kacke.
Okay. Ich sollte dran denken, dann auch einen Ding zu bauen. Boah, das war meiner. Ja gut, sobald die hier unten mal die Verteidigung steht, denke ich, wird's gut. Ja, Masse benötigt. Fahr du da hinten hin. Jetzt hilft er dem natürlich erst. Das macht natürlich ein bisschen wenig Sinn, ne? Mach mal so. Ich denke, das ist nicht schlecht. Das Gebäude dort oben wird auch noch irgendwann implodieren. Das sind meine? Das sind meine. Sehr schön. Ja, du bitte Patrouille, ne? Kennst ja das Spielchen. Du hörst mal auf und baust mir danach das da. Danach bitte mal 5 davon. 5:2 würde ich fast sagen. So. Und rein theoretisch, wenn dann einer fertig ist, hier oben nochmal. Dass wir halt, ja, leider Gottes ein paar Massefabrikatoren bauen können. Bei minus 11 ist das natürlich ein bisschen kacke, wie man sich vorstellen kann. Allerdings, wenn hier dann mal diese Speicher fertig sind, deswegen warte ich hier, sollte sich das Ganze ein bisschen verbessern. Schauen wir mal nach, wie viel. Wir produzieren plus 2, wenn der fertig ist, schauen wir mal. Kann sich nur um Stunden handeln, kann sich nur um Stunden handeln. Ich will hier meine Basis natürlich auch nicht so außer Acht lassen. Hier drüben sollen wir hin. Okay, das Teil reparieren, das ist einfach. Alle Patrouillen. Ja gut, das kriegen wir eigentlich auch hin, denke ich. Ja, da unten könnte man noch ein... wenn aber der Feind natürlich hier mit seinen Fliegern die ganze Zeit kommt, da wird hier unten wahrscheinlich seine Basis haben oder da drüben seine Basis haben. Weiß nicht. Das ist nicht so gut. Das Gebäude da oben ist mittlerweile kaputt. Also wenn man die anfängt zu bauen... Habe ich das eigentlich erwähnt? Also nicht. Wenn man sie anfängt... Sir, Sie haben noch keinen Transporter gebaut. Gibt es ein Problem? Ja, deine Mutter hat angerufen und hat gesagt, ich darf keinen bauen. Ich bin so frech. Bisher sehe ich noch nicht viel davon, dass hier plus mehr steht. Ja gut, schlecht, ne? Ich verbrauche hier natürlich die Masse immer gleich, aber wir sind schon von minus 10 auf 6 runter. Also wir haben hier schon ein bisschen was eingespart. Ja, das Blöde ist natürlich, dass die hier abstürzen auf meinen Gebäuden. Was bedeutet, sobald er hier fertig ist, muss er mal runter zum Reparieren. Respektive, wo ist mein Commander? Ach, mein Commander baut noch. Ja, der verbraucht halt die meiste Energie. Übliches Spielchen, wir kennen's. Ich müsste den einfach mal in eine Patrouille mit reinhängen, ne? Dann geht das auch. Muss ich hier nicht immer eine neue Patrouille machen. Kann ich, wenn ich, Die Temperatur des Kerns hat sich verdoppelt. Wir können nicht länger durchhalten. Ja, war jetzt hier 22 Minuten, Alter. Willst du mich jetzt verarschen? Massenspeicher ist doch richtig. Massenextraktoren, aufrüstbar. Ja, aber erst bei Tech-Stufe 2, ne? Tech-Stufe 2 habe ich ja noch nicht. Achso, das war er, okay. Ich bin hier halt immer wieder... Genau, er fliegt jetzt dann gleich. Rein theoretisch müsste er. Aber er soll sich zum Beispiel... der hier unterstützen. Und jetzt müsste er seine Kreise fliegen, ne? Macht er das? Macht er das nicht? Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Ich meine, so... Setzen Sie Ihren Transporter ein, um entweder Ihre gepanzerte Kommandoeinheit oder einen Techniker nach Lima zu schaffen. Scans zeigen starke Aeon-Aktivitäten zwischen Ihnen und der Einrichtung.
Erledigen Sie den Feind, bevor Sie Lima anschauen. Ja. Sie sind auf sich allein gestellt, Anfänger. Das habe ich mir so halbwegs gedacht, dass hier feindliche Sachen sind. Nein, 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 das kann nicht gut gehen, das kann nicht gut gehen, das kann nicht so gut gehen. Okay, ich will da einfach nur mal da drüben ein... Naja, das wird gar nicht... Okay, da werden wir doch einiges an Luftwaffe brauchen, ne? Sehr viel sogar. Ach so. Ja, mein Gott. Ich hab ja hier Panzer, ne? Bauen wir davon einfach mal unendlich viele und stell die da raus. So, jetzt haben wir aber ordentlich an Luftwaffe. Die stürzen hier alle schön ab. Das ist jetzt, was mir nicht so gefällt. Also, mein Freund, du fährst auf alle Fälle mal hier runter reparieren. Und wirst dort unten auch nur reparieren? Das sind die beiden hier. Masse plus 4. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Trotz alledem baut man hier noch Massenspeicher auf. Ich möchte noch mehr Masse haben. Da unten den Punkt könnte ich noch nehmen. Und ansonsten bleibt uns jetzt gerade mal nicht allzu viel. Wir abwarten, ne? Ich will Tiefe, machen das mal so. Es sieht lustig aus, es sieht lustig aus. Ich weiß, ich weiß. So, Panzer. Und dazu würde ich sagen, noch ein Panzer und dann eine Luftabwehr. Wobei, viel Zeit habe ich auch nicht mehr, wie ich sehe. Hier haben wir 3 zu 2. Okay, dann würde ich sagen, hier machen wir 1-1. Das ist, passt schon. Und dann fängt er... Ah, Mist, ich habe das hier vergessen reinzumachen. Machen wir einen raus und passt das immer noch. Hoffe ich. 3 Stück die Patrouille fliegen, den Rest mitnehmen. Um einfach mal Aufklärungsarbeit zu leisten, ist die Frage. Oder mit denen einfach mal nach vorne. Er hat ja Luftabwehr. Er hat ja Luftabwehr. Mach mal so. Mit denen fahren wir jetzt einfach mal nach vorne und schauen mal nach, was Sache ist. Ich meinen Commander da rüber schicke. Also so bei 10 Minuten möchte ich ihn rüber haben. Frage ist natürlich die, was für Flieger hat der da hinten? Noch sieht's gut aus, he? Hier waren sie vorhin, glaube ich, gell? Naja, da ist die Patrouille. Ja gut, solange er hier natürlich hauptsächlich Luftabwehr hat, soll mir das egal sein. Jede Menge Jäger. So. Da, Angriffsarmee. Und auch diese hässlichen kleinen Läufer. Weiter. Weiter. Wir müssen die Luftabwehr raushauen. Angriffsarmeen kaputt machen. Ganz klar. Ah, ich will dann auch meine Bomber natürlich einsetzen, aber nicht bei der Luftabwehr hier. Oh, das war natürlich schlau mit meinen Bombern, ne? Jägern. Weg da! Fahrt doch! Fahrt doch, ihr Deppen! Halleluja! Autsch! Mach mal! Hab ich dir gesagt, dass du, ja, gut, da hab ich dir mir jetzt gut sagen können, ne? Ah, Mann, ich war aber auch... Also, ich muss sagen, es war ja jetzt Glück, das mit den Bombern. Ja, Jägern. Sag mal, die Musik hört sich so ein bisschen an wie... Star Wars. So.
Weißt du was? Hör mal auf. Bauen wir mal nur Bomber. Hab ich hier überhaupt schon einen Bomber? Abfangjäger, Abfangjäger. Ihr fliegt mal hier. Hauptsache, ich mache 20.000 Routen, ne? Oha. Da hinten sieht es nicht so lustig aus. Und meine Basis ist irgendwie auf einen Schlag... Ach, ich habe Doppelklick gemacht, hä? Wieder mal. Was natürlich eine sehr schlaue Angelegenheit ist. Aber okay. Ja. Ich würde aber fast sagen, das war's für den Gegner. Wobei ich natürlich meine Bombe auch gerne einsetzen würde, ganz klar. Kriegen wir noch die Chance? Bin ich mir sicher. So. Das war die falsche Taste natürlich. Oh, sag mal. Jetzt kriege ich es ja gar nicht mehr hin, ne? Sondern sehen wir da zumindest ein bisschen was, auch wenn das jetzt natürlich kontraproduktiv ist wieder. Oh, komm schon, hör doch auf mit deinen blöden Dingern da. Das ist natürlich immer die Frage, was will man jetzt eher kaputt machen, aber das sind auch nur Jäger. Okay. Und solange er noch Jäger hat, ist es schlecht für mich. So. Alles mal dahin kommen. Da sind meine Bomber. Die könnten wir mal auch einsetzen. Die sollen da oben einfach mal ein bisschen hin und her. Und wenn wir hier... Der Kern wird immer instabiler. Sie müssen etwas unternehmen. Ja, jetzt seid doch am... Es bleibt nicht mehr viel oh, Zeit. Oh ja, Junge. Du holst ja mehr rum wie ich. So. Ich denke einfach mal, wenn ich jetzt hier diese Stelle halte, könnte es sogar gut gehen. Also sprich, hier fliegen. Und du schnappst dir ihn. Dann gehen wir rüber. So einfach geht es. Dann meine Bombe hier wahrscheinlich eher drauf gehen. Allerdings okay. So. Da unten hat er eine Riesenansammlung. So. Du hast ihn. Sehr schön. Flieg darüber. Und du schaust dir das Eckchen da drüben mal an gerade. Komm, 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 komm. Ist es frei? Dahin, 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 dahin und dann dahin. Okay. Gefüllt. Ja, super. Dann haben wir es. Wahrscheinlich mega Verluste. Allerdings, gut. Gott sei Dank, Sie haben es geschafft. Reparieren Sie den Kern, schnell. Ja. Jetzt lassen halt mal landen. Ja, gut, okay. Der sieht echt nicht mehr so ganz gesund aus. Energie und sonstiges. Ja, Masse könnte besser sein. Definitiv. Hopp, 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 hopp. Auwe! Hoppa. Na? Na? So, Fähre natürlich. Okay, habe ich so selten gemacht. Reparieren. Der Kern ist repariert und die Station in Sicherheit. Gute Arbeit, Lieutenant. Das ging schnell. Das ging jetzt recht fix. Sir, Scans haben eine große Gruppe von Aeon-Bodentruppen entdeckt. Sie scheinen einen weiteren Angriff vorzubereiten. General Clark genehmigt Ihnen das Air Cleaner Tech 2 Luftabwehrgeschütz und das Trier Tech 2 vorgeschobene Abwehrgeschütz einzusetzen. Rüsten Sie Ihre Fabriken auf und bilden Sie einen Tech 2 Techniker aus, um die neuen Einheiten zu bauen. Earthcom Ende. Cool. Pläne für Einheit heruntergeladen.
Tech 2. War ja klar, dass das da hier unten jetzt zu mir zu Hause erstmal Party bedeutet. Okay. Du mal Sammelpunkt hier hin. Alles abbrechen. Einen Typen. Jetzt muss ich selber gerade nochmal gucken, wie das ging. Aufrüstbar, ja. Ich würde es ja gerne anklicken, ja, wenn es nicht dauernd verschwinden würde. Während hier unten natürlich die Party schlechthin im Gange ist. Wir werden uns jetzt hier einfach mal gerade mit meiner Armee positionieren. Ich würde sagen, erstmal darauf achten, dass hier alles läuft. Die Bomber positionieren wir da hinten. Sie müssen ihre Baueinheit ausrüsten, um Zugriff auf diese... Ja, ja. Gib mal hier mal den Bauarbeiter her. Ja, wie war das nochmal, ne? So, du bist mein Bauarbeiter. Dich möchte ich auf Stufe 2. Sie müssen ihren Baueinheit aufrüsten, um Zugriff auf diese Technikstufe zu bekommen. Moment mal. Ich habe so eine Vermutung, wer das kann. Nope. Ach, wie ging das denn nochmal? Kabu, überleg. Denk einfach stark nach. Wie wäre es, wenn du in deinen Gebäuden nachschaust? Also ganz hinten drin steht dann wahrscheinlich irgendwo Luftwaffenfabrik. Aber das ist ja schon eine Luftwaffenfabrik. Aber wenn ich das jetzt mache, ja, dann wird das natürlich Stufe 2. Bin ja blöd, ne? Ach, ich wusste es doch. Es war so einfach. Es ist ja meistens so. Okay, wir dürfen jetzt einen erweiterten bauen. Und ihn? Der ist der Techniker der Stufe 2. Also hier sieht man, dass wir jetzt auf der Technologie Stufe 2 sind. Ja, davor war es ja so. Und der kann natürlich dann auch andere coole Dinge bauen. Ihn rüsten wir ebenfalls auf. Und ich würde sagen, ich mache an der Stelle einfach mal einen Cut, weil ich bin schon bei 39 Minuten, 40 Minuten, ach du grüne Neune, wahrscheinlich habe ich es in der Mitte dann einmal geteilt, weil das wird ja zu viel. Ich sollte da ein bisschen besser aufpassen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei wärt. In diesem Sinne, baba.